Hallo und herzlich willkommen zurück zu Planet Crafter. Ich glaube, wir können eine neue Rakete machen, ne? Die denn wäre die hier, ne? Oh, genetische Merkmale brauche ich dazu. Okay, und die kriege ich ja vom Streicheln, oder? Bitte? Wo sind sie? Hallo, wo seid ihr? Wo sind sie hin? Ah, da ist einer. So. Eins hätte ich. Wo ist denn das andere Krabbeltier? Ach, nicht so ein Lärm. Hunger 37. Die Hunger 37. Da Essen drinne. Wo essen? Na. Macht ja 90%, habe ich noch Platz. Wo ist das andere Tier? Da. Alter, der quietscht wie Gummi. So. Wenn ich noch mehr Tiere machen, dann kriege ich mehr Merkmale. Moment. Habe ich irgendwas? Nee, habe ich nicht. Nee, hier war es nicht. Da war es, ne? Genetisches Merkmal, genetisches Merkmal. Die Nummer 3 haben wir noch nicht ausprobiert, ne? Das dritte Tier. Ist es hier bei Eier? Tier 3, ne? Tier 3 brauche ich, dann brauche ich eine Farbe oben und ich brauche eine Farbe unten. Größe. Ja, was weiß ich denn? Größe 1? Nee. Größe. Ich brauche Farbe unten und Größe. So, wir gucken. Spezies, Spezies, Spezies. Das ist es nicht. Ist auch Biolumineszenz. Größe 2. Größe 1. Wo ist denn Größe 3? Hauptmuster. Froscheier. Aber das ist ja doof. Farbe. Ulani Fischeier. Warte mal. Ulani Fischeier. Kriege ich hier hinten Fischeier raus? Manchmal, ne? Natürlich nicht. Mist. Müsste ich Eier produzieren? Ne, warte mal. Nochmal. Bio. Farbe unten brauche ich, ne? Okay. Ja, Ulani Fischeier. Ulani Fischeier. C. Mutagen 3 Dünger. Dünger. C. Nee, Mutagen 3. C. Mutagen 3 Dünger. Also, Mutagen 3 Dünger und C. Oh, ich habe nur B. Okay, habe ich nicht. C. Hier, C. Machen wir mal ein paar Fischeier. Okay, und so, was habe ich hier doppelt? Größe 1 kann ich rausnehmen. Nee, ich will zuerst
Warte mal, Größe 3, ne? Nee, Spezies 3. Größe 3. Habe ich noch nicht. Größe 1 und 2, ne? Ich hätte gerne Größe 3. Was ist denn Größe 3? So, Farbe, Farbe, Hautmuster. Farbe. Farbe, Farbe, Hautmuster. Wo waren hier Größe? Ach, guck mal, Farbe unten. Nullsamen. Mhm. Warte mal hier. Größe 2. Größe 1. Wo ist Größe 3? Gibt's nicht? Kann ich die nur finden? Aber hier, das sind alles... Also das hier ist Farbe unten. Das ist Farbe unten. Das ist Hauptfarbe. Und das ist Farbe unten. Das ist alles Farben unten. So, warte. Das, das, das. Pestasamen war es noch, ne? Ne, Lirmasamen, Pestasamen. Der ist dich. So. Extrahiere. Okay, der geht nicht. Farbe unten. Gut. Was habt ihr? Okay. Jetzt weiß ich auch, warum man die ganzen Samen braucht, ne? So, nimm hier mal die Ulani-Fischeier raus. Pack die hier hin. Und nochmal eine Farbe unten. Alles klar. So, los geht's. Spezies 3. Was brauche ich dann? Farbe oben, Farbe unten. Farbe oben. Habe ich nur braun. Ach man. Und Farbe unten nehme ich blau. Dann das Muster. Das Ding. Ja, mehr geht nicht, ne? Biolumineszenz. 8. Was fehlt? Das ist Variante und das hier ist Größe. Ich habe keine Größe eingestellt. Warte mal, habe ich Größe 2 noch? Größe 2. Jo, habe ich. So. Nahrung niedrig, ist mir klar. So. Einmal synthetisiert. Und einmal raus. Warte, essen. Trinken. Essen und trinken gehört sich genau gleich an. Ne? Ja, trinkt ja auch aus dem Beutel. So. Oh. Ein Rehlein. Ja, wenn das mal nicht was ist. Gemeine Larven, die kann ich doch auch alle. Kann ich den nochmal streicheln? Nee, aber kann ich dich streicheln? Ja, kann ich. So, genetisches Merkmal. Variante 4. Okay, jetzt habe ich eine Variante gekriegt. Mann. Eine Variante. Jetzt muss ich ja nochmal ein Tier machen. Und wir gucken. Wir machen eine Variante aus... 1 war... Warte mal. Tier 1. Das war unser... Ja, mache ich mit der Variante. Wir haben unten eine Farbe. Wir haben aber oben keine Farbe. Okay, oben Farbe brauche ich. Aber oben. Was ist alles unten?
Da sind oben, ne? Warte mal. Schmetterlingslarven. Ja, doof. Ich denn sonst keine Farbe oben hin? Seltene Larven ist spät. Ja, gut. Farbe unten. Iolumeszenz. Hautfarben, Muster. Froscheier will ich nicht kaputt machen. Brauche eine Farbe oben. Hier. Schmetterlingslarven. Aber die kann ich doch jetzt nicht benutzen. Warte mal. Produziert das Ding hier hinten Schmetterlingslarven? Wo ist es? Hier. Ah ja. Okay, super. Dann mache ich daraus Farbe oben. Und eine Variante. Farbe oben, Hautmuster. Ja. Okay, sollte gehen. So, das war... Variante 4. Genetisches Merkmal. Dann haben wir Farbe oben. Da haben wir nur die Gelb, Farbe unten, Lila. Und dann fehlt noch Spezies, ne? Spezies 1. Und das hier ist Hautmuster unten, glaube ich nicht, dass ich das habe, oder? Nee, Biolumineszenz hätte ich noch. 7. So. Eine Größe. Größe, 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 Größe 1. Wäre ziemlich klein. Wie war das jetzt noch mit Größe 3? Größe 2, Größe 1. Größe 2 ist eine ungewöhnliche Larve. Okay. Warum ruckelt das hier? Ungewöhnliche Larve. Okay, Größe 2 kommt drin. So. Hautmuster. Farbe, 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 Farbe. Naja, Hautmuster, warte mal. Hautmuster. Was sind das, die Dinge? Ja. Aber Froscheier, warte mal, waren die so? Ne, da. Ja, warte, 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 warte. Ich will Hautmuster unten, das will ich haben. Und zwar generische Froscheier. Alter, ist das laut. Nein, da. Generische Frosch, also 10 oder gehen 4... Dünger C. B, B, B. Ich hab kein C. B. C. Muss ich nochmal dahin? Auch C. Ist es doch C. Muttergen 3 und Dünger. Kriege ich hin. Muttergen 3 und Dünger. So.
Bei den drei. See, Dünger. Okay. Dann gibt es nochmal eine andere Hautfarbe. So, was kann ich jetzt hier raus tun? Die Farben unten. Ja, da würde ich mal eine raus tun. Vielleicht gelb. So. Genetisches Merkmal. Größe. 1. Kann raus. Größe 2. Das ist Spezies 3. Und Farbe B unten. Ich brauche aber noch einen. Hier Biolumineszenz. So. Okay, dann brauche ich einen gelben Dünger. Einen Osmiumstab. Gelber Dünger. Osmiumstab. Und ein Triebwerk. So. Das ist schon praktisch. So. Los geht's. Weg mit der Rakete. Tschüssikowski. Da haben wir nur Fische drin. Tiere. Das war doch neu. Okay. So. Her damit. Ulani-Fischeier. Zack. Ja, wo bekomme ich denn Froscheier her? So. Zack, du noch mit drin. Ich wollte ein Muster. Ich wollte das Muster. Waren das nicht die Ulani-Fischeier? Froscheier. Hautfarbenmuster. Hä? Generische Froscheier. Was waren die generischen? Huli? Oh Mann, Huli. Huli, 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 Huli kann ich nicht machen. Afra. Doch, Huli. Brauche ich normale Froscheier nochmal? Mann. C, Gelbdünger. C. Habe ich noch? C habe ich. C, Gelbdünger. Gelb ist das letzte Dünger. Da ist noch ein C. Das andere packe ich jetzt mal darin. Ich packe alles drin. So. Okay. C, gelb Dünger. Natürlich forschen. So. Aha. Wie das jetzt? Amedo-Froscheier. Aha. Jetpack 4 bei einer Kilotonne. Oh, guck mal, das geht aber ganz schön hoch hier. Hier bei 12 Kilotonnen. Insekten müsste ich noch was machen. Biomasse. 80, das geht im Moment auch nicht super hoch. Tierfutter hierbei 2,25 wird noch ein bisschen dauern. Sauerstoff geht hoch, Wärme geht hoch und Luftdruck geht hoch. Ja, okay. Bei 80 Kilotonnen. 16, 17, ja, geht langsam, aber geht halt, ne?
Schmetterlingsfarm. Ja, Froscheier, ne? Die kann ich ja selber nicht machen. Ich muss immer die hier machen. Dafür brauche ich aber Mutagenstufe 4. Jetzt noch Wüste. Ah, nimm das mal raus. Dann Uli waren es, ne? Mann, nochmal eine Mutagenstufe. Jetzt wird es kompliziert. Ich glaube, das machen wir morgen. 20 Minuten sind vorbei. Ich muss hier erst nochmal einrichten, dass ja, dass ich Mutagenstufe 4 bekomme. Aber was ist denn hier eigentlich drin? Achso. Larven. Die kann ich aber doch nicht. Nee. Froscheier. Die werden nicht produziert. Warte mal, hatte ich da hinten die rausgenommen, ich Idiot? Nee. Froscheier. Ich hatte doch irgendwo zwei Larven rausgenommen. Da. Nee, das sind Froscheier, ne? Hier habe ich die rausgenommen. Ah! Habe ich die nicht? Habe ich sie nicht mehr alle? Warte mal. Werden die hier produziert? Da? Nein! Eben nicht. Die werden hier nicht produziert. Die werden hier produziert, oder? Pinserschmetterlingslarve und. Dann nehme ich die mal raus. Mann! Unfassbar. Die, ne? Biene kann ich da nicht reintun. Bekloppt. Bin bekloppt. Ja, ich muss halt Mutagen ansetzen, ne? Gut. Oh. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen und machen uns zuerst Jetpack 4. Bis dahin, gehabt euch gut und tschüss.